call sign. So. So, alle gut trainiert, Stefan Eder, der Meister Eder, gut trainiert. Großes Lob an Lippert, die alte Maschine. Sehr schön, sehr schön. Können wir die Jugendmannschaft ausmisten? No one knows what it's like. So. Kein neuer Spieler, kein neuer Mentor. Entschuldigung, junge Dame, ihr Mentos. So, auch hier glaube ich kein neuer. Nee. Leider nein, leider gar nicht. Digga. Wie sieht das denn mit Senkrechtstartern aus? Plus 3, hier ist einer bei Bamberg, plus 3. Aber immer noch keiner von uns dabei, ne? Das ist Belasto. So, mal wieder eine Woche Spiel. Das ist hier immer ein bisschen tricky. Wir können, wie sieht das denn aus? Wir könnten ja theoretisch ein Freundschaftsspiel machen. Haben wir irgendwie leichte Gegner hier? Bröninghausen. Ein bisschen Moral tanken, ein bisschen Selbstvertrauen tanken. Weil ich glaube jetzt nicht, dass irgendwer von uns Nationalspieler ist. Der Gibraltar, der Junge vielleicht tatsächlich. Aber ansonsten, also nicht jetzt, aber könnte es werden natürlich, ne? Weil, glaube ich, die Anforderung bei Gibraltar vielleicht nicht ganz so hoch ist. I have hours. So, vielleicht können wir dann Bröninghaus ein bisschen an die Wand schießen. Neue Jugendspiel entdeckt. 3. Nee. Nee, 3 reicht nicht. Das reicht uns nicht. So, da können wir auch fix machen beim Flaschenspiel. 1-0 Marderer, jawollo. AI Stefan Marderer mit dem zweiten. Da könnte man eine Liga machen. Nicht nur Steininger, jawollo. So muss das. Schön Selbstvertrauen tanken hier. Ja. Da stellen wir schon wieder runter. Yep. Sehr schön. 6-0. Zwei Tore Marderer, zwei Tore Dänhof, eins Andermatt, eins Steininger, zwei Vorlagen Stockinger. Sehr, sehr schön. Damit kann sich Seligenporten mal warm anziehen. Don't worry. Ich warte jetzt tatsächlich mal bis Freitag oder bis Samstag, bis ich die Jugendmannschaft auswechsel und mit den Leuten rede. Wobei, nee, ausmisten kann ich jetzt, glaube ich, die müsste am Anfang der Saison, am Anfang der Woche oder Mitte der Woche spielen, die Jugend. Aber in den Gesprächen warte ich einfach, damit ich nicht dauernd am Montag. Dann kann ich das einfach vorm Spiel machen, fertig. To be. Only lonely Hofmeister.
So. Gut. Immerhin ein neuer. Vielleicht könnte ich da auch gleich mal auf Verträge gucken. Für. Ja, weiß ich nicht. Ich weiß ja nicht, ob ich Verträge für nächste Saison gucken will. Das ist so das Ding, ne? Ob ich nicht vielleicht wen vorher brauche. Das ist halt immer so meine Sorge, wenn ich jetzt Verträge anbiete für nächste Saison. Wenn ich dann irgendwen dringend brauche, ne? Ich meine, gut, ich kann, ja gut, dann kann ich sie immer noch temporär einfach hochholen, ne? I guess. Muss ich dann halt immer wieder machen. Weil ich kann jetzt trotzdem hier sagen, zack, für 4 Wochen in den Kader berufen oder so, ne? Okay, dann bieten wir vielleicht mal den Sechsern schon mal Verträge nächste Saison für 3 Jahre in die erste Mannschaft. Versuchen wir. Ach so, natürlich, auch das kann ich nicht, weil wir einfach kein Budget haben. Okay, das ist ein bisschen belastend. Ein bisschen belastend, aber nur ein bisschen. Are you ready for the best in Broadway Live? Nee. Ich weiß, die Spieler sind alle gut unterwegs, haben gute Form größtenteils wahrscheinlich, aber nö. Nö, 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 nö. Okay, also sollten wir nicht irgendwie ein bisschen Budget ausgeglichen haben Richtung Ende der Saison? Und dann wirklich noch so mega im Minus sein, dass wir keinen Vertrag verlängern können, gar nichts, würde ich vielleicht tatsächlich dann in Erwägung ziehen, kurz vorher einen Kredit zu holen. Zumindest so, dass wir das ausgleichen können, beziehungsweise so, dass wir ein paar Verträge machen können. Nicht, dass wir einen Messi einkaufen, ne? Aber das wird nicht ganz so doof dastehen. 6 Wochen Stockinger. Das ist ja super. Das ist ja saugeil. Weil eigentlich will ich nicht unbedingt einen Kredit aufnehmen. Aber wenn es da soweit ist, dass ich nicht mal den Jugendspielern einen Vertrag anbieten kann, weil wir so weit im Minus sind, dann ist das ein bisschen kritisch, ne? Bing, 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 bing. So. Steinige Madre ist in guter Form, die sind am Start. Auch Andermatt ist in guter Form. Auch Lippert ist in guter Form. Stockinger ist halt verletzt. Makarenko ist jetzt noch für 2 Spiele gesperrt. Leider. Machbar gegen Selling Porten. Haben keine gute Saison bisher, aber auch kein mega schlechtes Team. Also, die sind besser als viele, die da unten sind, wahrscheinlich. Dementsprechend nicht unterschätzen, Leute. Goller mit einer gelben. Das letzte Mal, als Goller eine gelbe kassiert hat, hat er auch ein Tor geschossen, ne? Wollte ich mal gesagt haben. Weber auch mit einer gelben. 2 Verteidiger auf einer gelben Karte. Nicht so geil. 1-0 Denhofen. Vorlage Madara. Let's go. Denhof. Halte, sehr schön. Gut, auswechseln überlasse ich dem Assistenten. Hatte es überlegt, vielleicht einen von den Verteidigern rauszunehmen wegen der gelben Karte, aber es macht der Assistent schon. Dahnhof wieder mit einem Doppelpack. 2 Buden. Steininger. Absolute Maschine. You're in my domain. Kürsch. Auf einer gelben. Können wir vielleicht nicht die Leute auswechseln, die nicht eine gelbe haben, sondern ein paar von den Leuten, die eine gelbe haben. Und Steininger auch noch. Jawollo. Also es schreit irgendwie nach Gelb-Rot so langsam. Steininger mit einem Tor. Mit einem zweiten.
Steininger lässt nicht locker. Der will mitkämpfen um die Torschützenkrone zumindest. Ist noch weit weg, aber Ansbach. Oh, nur 1-0 gegen Feucht. Und Kreuz hat kein Tor geschossen. Sehr gut, aber sie haben halt gewonnen, ne? Immer noch 3 Punkte auf dem dritten, das ist Abzwind. Aber dann 5 Punkte schon auf dem vierten. Dritter hilft uns halt nichts, ne? Hier ist Playoffs. Irgendwie. Und Erster ist halt Erster, ne? Eigentlich müssen wir halt Erster werden, wenn wir aufsteigen wollen. Gashi jetzt auf 10, Steining auf 8, Sperr auch und Kreuz auf 12. Vorlagen, Sperr auf 7. Andermatt ist unser bester Vorlagengeber mit 3. Als nächstes kommt der erste SC Feucht. 17. wieder machbar. 8. Spieltag. Wir haben fast die Hälfte durch, ne? Das waren fast ausschließlich Leute, die irgendwo unten drin waren. Das könnte richtig böse werden in der zweiten Hälfte der Hinrunde. Das könnte richtig, richtig unangenehm werden. Aber unser Saisonziel ist irgendwo im Mittelfeld. Das heißt, das werden wir, also umso besser wir natürlich dastehen, bevor diese zweite Hälfte reinkickt, so höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir nicht so weit abfallen, ne? Jugendspieler kommt, den gucken wir uns an. Ein Pole, 7er Talent, nehmen wir so mit. So, irgendwas Neues in der A. Ja, Kritiker, aber ansonsten gelassen. Das ist okay. Also ein neuer Spieler in der A-Jugend. You're just a witness to my rise. Oh, ein polnischer Stürmer. Das, erinnert das an irgendwen? Hat auch schon 38. So, gar nicht so bad. Könnte zwar nicht jedem Sonderbetreuung geben. Wobei haben wir irgendwen auf irgendeinen Sechser auf Sonderbetreuung vielleicht? Nee, ihn auf jeden Fall nicht. Hier können wir welche haben, vielleicht. Nee, ihn aber. Ihn auch nicht, gut. Dann nehmen wir dem das nämlich weg. Weil. Dann hier der 7er auf jeden Fall noch Sonderbetreuung bekommt. Stürmer. Ganz ehrlich. Das Spiel ist einfach ZM und fertig. Ich bin halt schon fast überlegen, den auf RM stellen zu lassen. Wie ist denn der offensiv so unterwegs? Ich meine, das ist überall schlecht. Ist mal doof gesagt. Nee, wenn wir guten RV haben, dann haben wir guten RV. Macht ja auch nichts. Das macht ja auch nichts. Persönlicher Sponsor, ja, Jalla, Rainer. Andermatt, nein. Ist natürlich auch so ein Ding, vielleicht können wir das mit dem Privatgeld ausgleichen. Wir haben nämlich schon 182.000. Nee, ich habe 62.000. Ich glaube, wir gleichen das ein bisschen mit dem Privatgeld aus, aber ich weiß halt nicht, wie weit das geht, ne? Also das Ding. Also alles, was ich verdiene, quasi in den Verein stecken. Müssen wir mal gucken, wie weit das dann geht. So, gegen den SC Feucht. Also das muss eigentlich ein Sieg werden. Dementsprechend wird das jetzt die erste Niederlage werden. Ich bin mental bereit. Bin ich das wahrscheinlich nicht. A waste of time.
So, irgendwer ist frustrated. Wahrscheinlich immer nur der Stürmer, oder? Irgendeiner unserer Stürmer war ja frustriert, weil er Stammspieler sein möchte. Aber halt irgendwie der schlechteste für Stürmer ist. Kann ich halt leider auch nichts machen. Okay, keine Frustration. Unfaire Gehälter. Stockinger und Kolbe hätten gern mehr. Ja, das ist halt schwierig, Leute. Also Gehälter ist halt ganz schwierig, bin ich ehrlich. Seid froh, wenn ihr pünktlich das Gehalt auf dem Konto habt. Das ist ja schon mal nicht safe. Jetzt sind fast 100 Stärkepunkte besser. Definitiv in der besseren Form. Come on, Leute. Felix Weber mit dem 1-0, aber halt leider für feucht. Das ist schlecht. Steininger, können wir das ausgleichen? Bitte? Come on, Leute. Reißt euch am Riemen. Steininger mit dem. Ge ne, nicht die gelbe Karte ausgleichen, die Tore ausgleichen, Digga. Golla. 1-0 zurück zur Halbzeit. Durch ein Tor von uns. Come on, Leute. Zumindest ein Unentschieden. Wir haben noch genug Chancen, Leute. Wir müssen auch mal eine reinmachen. Andermatt, let's go. Ausgleich. Come on, da schaffen wir noch eins. Was drehen wir? Steininger, bitte. Wo ist er, wenn wir ihn brauchen? Last Minute Tor. Madara in der 87. Mit dem Siegtor. Let's go. So will ich das sehen. Kein Tor von Voigt. Alle von uns. Drei Schüsse aufs Tor. Zwei davon sind Tore gewesen. Ansbach? Wo ist denn Ansbach? Hat 1-0 verloren. Wir sind Erster. Ansbach hat verloren. Wir sind Tabellenführer. Let's go. Let's go. Jetzt geht's gegen Gimbach, die gerade gegen Ansbach gewonnen haben. Wir haben gerade noch Ansbach besiegt. The roof, the roof, the roof is on fire. Geht Frank Lampard zu Manchester United? Was? Oder schon als Trainer, ne? Wir reden hier schon von einem Trainerposten, oder? Ich frage von Freunden. DJK Gebenbach. Ganz ehrlich, der kommt halt nicht ins Team, ne? Nee, nehmt ihn einfach. Wir haben kein Geld, um ihm einen Vertrag anzubieten. Also ich glaube, wir könnten nicht mal, wenn wir wollten. Und er ist halt auch nicht der, der ganz oben auf meiner Liste steht, ganz ehrlich. Always stroking my own Wookie. So. DJK Gebenbach. Was geben die uns? Das ist die Frage. Haben eine gute Mannschaft. Ein Ticken schlechter als unsere? Die Form ein Ticken schlechter? Also, ich sag mal, auf dem Papier sind wir die minimalen Favoriten. So, wieso ist Zierreis so unglaublich genervt? Wissen wir auch nicht, oder? Kann sein, dass er einfach nur gehen will, weil er nicht genug Fußball spielt.
Aber ganz ehrlich, bei Zierreis wäre das jetzt nicht so dramatisch. Ich meine, wir sind bis jetzt auf dem Papier sind wir unschlagbar, ne? Weil, also wir sind halt ungeschlagen, aber wir haben auch gerade fast gegen ersten SC Feucht verloren, die halt letzter sind. Oder 17. Okay, jetzt mal Real Talk. Wo sind Zierreis hier? Die Leute machen die ganze Zeit Angebote, die abgelehnt werden. So. Ich hätte gerne die 1200. Am besten 1500. Wenn ihr jetzt Angebote machen wollt, dann tut das. Dann können wir drüber reden. Die Jugendmannschaften werden langsam. Also wir haben langsam ein bisschen einen Kader. Sind nicht mehr so viele neue, die jedes Mal dazukommen. Was irgendwo auch nicht schlecht ist. Denn die sollen auch ordentlich spielen. Zum Beispiel kamen nur zwei neue dazu. Also wir haben fast einen kompletten Fünfer plus Kader jetzt in der B. Dementsprechend sind wir auch verdient auf dem Abstiegsplatz. Ich dachte, gut, dementsprechend sind wir auch gar nicht so schlecht dabei. Nee, wir sind auf dem Abstiegsplatz. Ach Mann. Leute. Da muss mehr gehen. Ab geht's gegen Gebenbach. Gucken wir, ob wir wirklich unschlagbar sind. Wie gesagt, Mannschaften sind eigentlich alle sehr, sehr ausgeglichen. Die ersten Chancen gehen zu Gebenbach. Bis jetzt nur Gebenbach, das ist schlecht. Goller mit einer gelben. Das sind wir gewohnt von ihm. Andermann mit einer gelben. Okay, jetzt können wir das Spiel langsam mal umdrehen. Ja, jetzt sind wir 20 Minuten durch, aber es war alles Gebenbach, jetzt sind wir mal dran. Steininger! Let's go! So muss das. Auf Ansage. Wieder eine gelbe für uns. Leute. Wollen wir mal ein bisschen aufpassen mit den gelben, vielleicht? Nur ein Ticken? Ich will halt nur nicht, dass irgendwie wieder jemand vom Platz fliegt. Das ist alles. Go on. Zweites Tor kurz nach der Halbzeit. Für uns wäre es super. Aber sieht eher nach dem Ausgleich aus, wenn ich ehrlich bin. Aber es sah auch nach dem 1-0 für Gebenbach aus. Danach haben wir plötzlich ein Tor geschossen, also. Steck sie nicht drin, ne? Jawohl, eine gelbe. So muss das. Guck mal, Leute. Ein zweites Marderer. Das Ding einfach einpacken. Bitte. Felix Weber. Aus der Innenverteidigung. Zweites Saisontor. Let's go. Und damit immer noch Tabellenführer. Die Spielvereinigung. Aber die richtige. Let's go. Die Frage Ansbach. Die hatten gar nicht so viele Chancen. Die hatten irgendwie kleine Chancen, aber hatten nur zwei Schüsse. Haben ein paar Vorschüsse gehabt, aber haben anscheinend einen Schuss auf die Reihe bekommen. Ansbach verliert wieder. Diesmal gegen Wilzing. Was denn damit? Abzheim? Abzwind hab auch verloren. Damit haben wir 4 Punkte Vorsprung auf den zweiten Platz. Erlangen ist die einzige andere Mannschaft, die ungeschlagen ist. Gegen die haben wir aber im ersten Spieltag gespielt. Das heißt, gegen Erlangen müssen wir auf jeden Fall nicht nochmal in der Hinrunde. Erlangen ist jetzt noch die einzige andere Mannschaft, die ungeschlagen ist. Torschützenliste jetzt. Steininger geht langsam hoch. Kreuz macht keine Buden mehr. Sehr, sehr schön. Das kannst du dir nicht ausdenken, ne? Gebenbach besiegt Ansbach. Das erste Team, das Ansbach besiegt, nächstes Spiel für uns, Gebenbach. Wilzing besiegt Ansbach. Nächstes Spiel für uns, Wilzing. Wollen die uns mobben oder was? Oh, komm, Hans-Walter Wild Stadion, Spielvereinigung Bayern oder Champions League Finale. Nee. Das Miele Stadion in München, jawohl. Und Euroleague? Ajax. Liverpool im Gatorade Stadion, ja, natürlich.
Anfield Road war gestern, das ist jetzt das Gatorade-Stadion. Eieiei. So. DJK-Filter. Für was steht denn DJK? Ich habe mal einige Mannschaften DJK. Deutscher Jugendkicker-Verein? Die Jugendkickers? Keine Ahnung. Wahrscheinlich irgendwas mit Kicker. Irgendwie so was. Oha, haben aber eine starke Mannschaft. Lief einfach nur nicht gut bis jetzt für die. Also von der Mannschaftsstärke her wird das jetzt die erste Niederlage für uns, ne? Und Danhof fällt auch aus. Und Stockinger ist immer noch aus. Also das sieht tatsächlich jetzt schwierig aus gegen Filzing für uns. They were lost and never found. Fallen leaves on the ground. To leave behind. So, dann nochmal mit den Leuten reden. Brauchen alles an Moral, was wir kriegen können. Es wäre natürlich ein guter Sieg jetzt gegen Filzing. Klar, sie stehen jetzt nicht super hoch in der Liga mit, ich glaube, Platz 11 oder so. Aber einfach von der Mannschaft her scheint das mit einer der stärksten Mannschaften der Liga zu sein. Dementsprechend wären natürlich hier Punkte mega. Also selbst ein Unentschieden, glaube ich, ist jetzt hier absolut im Soll. Dementsprechend gehen wir rein. Und hoffen aufs Beste. Erster Vorstoß für die Spielvereinigung. Gelb für Filzing, das ist gut. Verletzung für Filzing, das wird nicht böse klingen, aber das ist auch gut. Aber auch das erste Tor. Andreas Jünger. Komm mal, Leute. Wo ist Steininger? Wo ist Marderer? Halbzeit. 1-0 hinten. Kein super schlechtes Spiel für uns, glaube ich, aber reicht bisher noch nicht. Gelbe Karte Steininger, jawohl. Auch wieder ohne Trick aufs Feld gelaufen nach der Halbzeit. Wie gesagt, ein Unentschieden würde ich absolut mitnehmen. Aber das müssen wir halt ein Tor schießen. Bisher sieht es nicht danach aus. Vor allem nicht, wenn Steininger mit Gelb-Rot vom Platz geht. Das ist schlecht. Nicht nur, weil das schlecht für dieses Spiel ist, sondern weil auch im nächsten dann fehlt. Damit ist das wahrscheinlich die erste Niederlage, ne? Ich glaube jetzt nicht, dass wir das zu 10 noch drehen. Oder ausgleichen. Und wahrscheinlich eher zu tun, dass wir nicht noch ein zweites kassieren. Xaver Wendel. Mit dem 2-0, dann war's das. Aber wir sind immer noch Erster. Sogar mit 3 Punkten Vorsprung, weil Ansbach auch nur unentschieden gespielt hat. Gegen Abzbach. Das heißt, theoretisch können wir es immer noch leisten, Punkte liegen zu lassen. Aber es wird ja jetzt wahrscheinlich nicht leichter, ne? Ja, jetzt komme ich Abzwint. Jetzt geht's nämlich rund langsam. Jetzt kommen die schweren Spiele. Abzwint fehlt. Ansbach fehlt. Wartenspor fehlt, glaube ich, auch. Aschaffenburg. Großbardorf fehlt, glaube ich, erst FC Sand.
Bayernhof bin ich mir nicht sicher. Also es fehlen halt gefühlt noch die besten Mannschaften. Steininger tut das ein bisschen weh. Aber das gibt Krubasik die Möglichkeit, da mal reinzuschnuppern. Der Typ ist 22, ist noch jung, da geht was. Denke ich, hoffe ich. Die haben Zeit, ein bisschen zu recovern. Auch die Verletzungen vor allem vielleicht. Bis zum Spiel gegen Abzwind. Wieder Länderspielpause. Wobei, vielleicht ein Rebound. Freundschaftsspiel? Gibt's da was? Marsweiler? So, Aufbausieg gegen Marsweiler, das wäre jetzt super. Das wäre jetzt super. Steigerwald. Chan Jaha Hösel. Das ist ein Name. Da sind Namen mitunter dabei. Die sind da einfach Bombe. Nee, in Kader nicht. Der darf nach Hause fahren. So. Brauchen wir hier einen neuen Mentor? Ich glaube, wir haben hier wieder keinen neuen. Nö. Schade. Sehen schon hier in der B kommen nur ein oder zwei neue Spieler mit dazu. Wie gesagt, was eigentlich gar nicht so schlecht ist. Das heißt ja, wir haben eine ganz gut aufgestellte Mannschaft mittlerweile. Sehr schön. Aber hey, wir haben gewonnen. Sehr schön, gegen Lippstadt. Damit wieder von den Abstiegsplätzen herunter. Das ist sehr, sehr gut. Das hatte ich erhofft. Abfahrt. Komm, jetzt einfach 4, 5, 6, 0. Steininger. Weimar. Jawohl, Kirsch. Weimar, Marderer. Ja, so muss das. Kein Gegentor am besten. Andermatt, jeder darf mal. Klingt jetzt auch falsch. Jawohl, 6-0. Weimar mit zwei Toren aus der Innenverteidigung, der Rest verschiedenen Torschützen. Ein kleiner Aufwurfsieg vor dem Spiel gegen Weimar, gegen Abzwind. Jawohl, damit ist nämlich das Segeln durch. Also ein bisschen mein Ziel, das Segeln ein bisschen durchzurushen. Theoretisch würde ich das mit dem Golfen auch machen, aber das Golfen dauert halt. Das war halt ein Jahr fast durch. Wirklich jeden Tag Golf, 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 Golf. Nullenberger fällt für 3 Wochen aus. Ha. Let's go. Yeah, yeah. Like this, yo. Hauptsponsor stellt Siegprämien in Aussicht. 440 Euro. Ist das bodenlos? Haben wir vielleicht auch so wenig Geld, weil ich so viel Geld bekomme? Spielt das vielleicht mit rein? Ist das vielleicht mein Gehalt, was das so reindrückt? Vielleicht. He never really talks much. Nee, also ganz ehrlich, nehmt den, der hat halt irgendwie keine Perspektive bei uns. Aber das ist okay, das ist okay. So, jetzt geht's gegen Abzwind. Zu Hause. Macht eine gute Saison, wir haben die bessere Mannschaft tatsächlich. Auf dem Papier. Aber wir haben auch ein paar Ausfälle.
Was ja nicht gerade dazu beiträgt, dass das Ding wahrscheinlicher für uns wird. Ist die erste Saison, die erste Hälfte der Saison schon wieder durch für die zweite? Für die B? Gleich nochmal gucken. Aber ich glaube, die B ist schon wieder durch, ne? Weil wir jetzt keine neuen bekommen haben, weil die es gerade nicht gespielt haben. Inherit a super good shot. 8 years in the making, patiently waiting to blow. This shit is equally dope. You won't believe the kind of shit that comes out of this kid's throat. So, Jugendmannschaft. Ergebnisse B. Ja, 13 Spiele. Also wenn wir das in der Rückrunde auch so machen, dann ist das okay. Nicht Abstieg ist fein für mich in der B. Nicht Abstieg ist absolut fein. So, Abzbach. Das ist ein Abzwind. Das ist ein toughes Spiel. Gelb für Abzwind. Erste Aktion im Spiel. Also okay. Eins nur für Abzwind nach gelbe Karte Golla. Die 27. gelbe Russe. Ich glaube, Golla ist jetzt gelb gesperrt, wenn ich das richtig sehe. Marderer gleicht aus. Sehr, sehr schön. Immerhin. Jawollo, Marderer. 2-1. Doppelpack vor der Halbzeit. Okay, mit 2 ist die Halbzeit. Nehmen wir so mit. Jetzt noch ein drittes, kurz nach der Halbzeit. Ne, okay, wir kassieren einfach. Wir waren noch nicht mal richtig wieder auf dem Feld. Guck mal, Leute. Marderer, wie wär's mit dem Hattrick? Ich fänd's okay. Ich fänd's okay, wenn er einen Hattrick macht. Oder Čubrik. Krubasik. Um einfach mal zu zeigen, dass vielleicht er der neue Steininger ist. Ich meine, ganz ehrlich, so ein Unentschieden ist auch kein mega schlechtes Ergebnis gegen Abzwind, aber ein Sieg wäre natürlich noch besser. Gruber sieht runter. Zierreis. Ist er unzufrieden? Seine Chance sich zu beweisen? Nö. Guti. Unentschieden gegen Abzwind nehmen wir so mit. Damit haben wir 3 Punkte auf Ansbach. Die wieder unentschieden gespielt. Was ist denn jetzt mit Ansbach los? Holy. So viel gegen ASV Cham. Gegen die, glaube ich, Ansbach gerade unentschieden gespielt. Sag mal, haben wir denselben Spielplan wie Ansbach, nur um eins verschoben oder wie? Wie kommt es nämlich langsam so vor? Wie kommt das genau so vor? Ja, ich meine, vielleicht ist das ja auch wirklich so, aber keine Ahnung. Müssen wir mal drauf achten. Auch weiterhin. Beziehungsweise wir sehen es ja. Warte mal. Wir hatten jetzt Abswind, Filzing, Gebenbach, Feucht, Sailingporten. Abzwind, Filzing, Gebenbach, Feucht, Seligenpo. Ja, ich glaube, das ist genau so. Ich glaube, wir haben tatsächlich den Spielplan einfach nur um eins versetzt. Weil wir hatten auch Back-to-Back. Wir hatten auch Back-to-Back Bamberg, wir hatten Neumarkt, wir hatten Karlburg. Ja, ich glaube, wir haben wirklich einfach nur den Spielplan um eins versetzt. Ist das weird? Vor allem dann genau den von Ansbach, weißt du? Genau den von Ansbach. Auch da, gute Saison bis jetzt von ASV Cham. Wird wieder ein toughes Spiel. Irgendwie ist, ja, gut. Das hatte ich angekündigt, dass wir, dass wahrscheinlich ein toughes Spiel dann auf uns zukommt, wenn die ersten Spiele alle so machbare Gegner waren. Dass das ein bisschen anzieht, war ja dann zu erwarten. Wobei, nee, hier machen wir den.
Weil bei dem ging auch Lippert. Er war 700 IQ. Bäum, bäum, bäum. Ist natürlich mit dem Mentor ein bisschen schwieriger ist im Vergleich zu zum Beispiel dem Mailand-Safe, einfach weil wir keine zweite Mannschaft haben. Die fahren halt, da fällt ja schon mal eine komplette Mannschaft weg an potenziellen Mentoren. Ich meine, auf Dauer werden wir bestimmt irgendwann eine zweite haben, denke ich. Wenn wir ein, zwei Ligen aufgestiegen sind, aber halt jetzt noch nicht. Thank you very much for listening. So, Abfahrt gegen Cham. Ansbach hat unentschieden gespielt. Mal gucken, ob wir es besser machen gegen die. Und vor allem, ob wir es besser machen als gegen Abzwint. Also wir kommen von dem Unentschieden. Makarenko, glaube ich, sein erster Start seit seiner Rotsperre und direkt wieder eine gelbe Karte in der 7. Minute. Digga, was ist mit dir los? Was ist mit dir? Wieso bist du so? An der Matt mit der gelben. Chris Wolf, ja, Wollo. Rechtsverteidiger mit dem 1-0. Aber in die zweite Halbzeit. Ein 2-0. Jawohl, Marderer, Vorlage, Steininger. Das Dream Team schlägt wieder zu. Ja, immerhin ist es relativ ausgeglichen, glaube ich zumindest. Ich glaube, wir haben in der Saison gefühlt. Wir können ja gleich nachgucken. Ich würde jetzt schätzen, wir haben ziemlich genauso viele gelbe Karten ge bekommen, wie wir Tore geschossen haben, ja. Ein drittes vielleicht noch? So zum Ende? Steininger vielleicht? Ne, ist vom Platz Krubasik. Nee, nee, nee. Aber wir haben gewonnen. Gegen wen spielen wir nächste Woche? Gegen Groß Bardorf. Ansbach hat gewonnen. Wir 3 Punkte auf Ansbach, 5 Punkte auf Abzwint. Kreuz hat mal wieder gebootet. So, wir haben geschossen, wie viele Tore? 26. Und wir haben 20 gelbe Karten. Wir sind Letzte in der Fairplay. Gut, dadurch, dass wir eine rote und eine gelbe-rote Karte hatten, halt vor allem. Ja, 20 gelbe Karten. Ich weiß halt nicht, ob. Na gut, nee, gelb-rot wird da nicht mit reinzählen. Gelb-rot ist ja theoretisch 2 gelbe Karten. Aber ich denke mal, wir haben 20 gelbe oder theoretisch 21, weil die zweite eine rote war. Und dann eine rote Karte. Also Fairplay-Punkte sind fast gleich mit den Toren. Oh, wir dürfen gegen Groß Bardorf. Wer hätte das gedacht? Gegen die gerade Ansbach gespielt hat. Was? Kann ich ja kaum glauben. Schock. Ist mir noch was eingefallen, was wir in der Spieloption ausmachen können. Oh, englische Woche. Oha, danach gegen Ansbach. Okay, Moment. Moment, wie funktioniert das jetzt? Spielt es Ansbach diese Woche auch schon gegen uns? Wir dann nächste Woche gegen Ansbach oder gegen wen spielt Ansbach diese Woche? Moment. Wahrscheinlich spielt Ansbach. Nee. Ich habe keine Ahnung, wie soll das jetzt funktionieren? Oder spielt Ansbach jetzt diese Woche gegen die wir nach Ansbach spielen? Oh, Großbadorf, gute Form, aber machbares Team. Sag mal, den will aber auch keiner, ne? Budget reduziert. Was? Digga! Verpiss dich! Was soll das? Oder Antwort Spielfreund? Nee, glaube ich nicht. Also maybe, aber.
Wir werden es gleich herausfinden. Was wollte ich? Irgendwas wollte ich gucken, glaube ich. Bin mir nicht sicher. Ah ja, Spieloption. Ich wollte das Quiz ausmachen, tatsächlich. Genau. So. Dann gegen Groß Arberg oder so. Groß Baredorf. Come on, die sind sehr gut in Form. Also Vorsicht, aber wir haben das bessere Team. Steininger, Marderer. Lippert auf Marderer. Let's go. 10. Minute. Frühes Tor, vielleicht in der 20. dann das zweite. Dann stehen wir ganz gut da, würde ich sagen. Nee? Okay. Vielleicht vor der Halbzeit zumindest noch ein zweites für uns? Tja. Das Ding ist. Also Hauptgrund ist, ich bin an sich, habe ich das Quiz immer gemacht, aber wenn ich so viele Ligen simuliere und dann kommt, ja, welches Team aus der 7. rumänischen Liga spielt in diesem Stadion? Ne, Digga? Dann ist halt, weiß ich nicht, dann ist halt irgendwann vorbei. Großbadorf mit dem Ausgleich, kurz vor der Halbzeit. Komm und Steininger, Marderer, nachlegen, bitte. Ansbach hat hier gewonnen. Wir können hier nicht unentschieden spielen oder verlieren, das geht nicht. Doch witzig? Nee. Was bescheuert ist das? Come on, Leute. Bitte. Last Minute Tor. Steininger. Nee, Krubasik. Mach du doch auch mal was, Krubasik. Du wirst immer eingewechselt, aber machst keine Tore. Was soll denn das? Zierer ist genauso. Beschwert sich die ganze Zeit, aber hat noch nicht ein Tor gemacht. Ja. Unentschieden gegen Großbadorf. Wir haben 3 Punkte Vorsprung vor Ansbach. Die haben gespielt gegen Sand. Gegen die haben wir aber auch noch nicht gespielt. Also kann es wirklich sein, dass wir dann nach dem Ansbach-Spiel gegen Sand spielen. Ist tatsächlich möglich dann. Erster gegen Zweiter. 3 Punkte Vorsprung. Das ist ein 6-Punkte-Spiel. Definitiv. Weil, wenn wir gewinnen, sind wir 6 Punkte vorne. Nee, will ich nicht wissen. Weiß ich ja auch nicht. Das müsste ich ja vorher alles nachgucken. Das ist ja das Problem. Nichts vorher nicht weiß, dann will ich auch während dem Quiz nicht wissen. Knöchelbrech. Prellung. Dauert doch nicht lange her. Ja. Das ist tatsächlich richtig. Das Quiz dauert nicht lange. 2 Runden, dann sind wir wieder durch. Oder 2 Fragen. Das ist wohl richtig. So, jetzt das lang erwartete Topspiel gegen Ansbach. Nicht ganz so in der Konstellation, in der man es vielleicht am Anfang der Saison erwartet hat. Also, ich muss ja zugeben, ich habe jetzt eher erwartet, dass wir in dieses Spiel reingehen. Vielleicht im Bestfall, in der Hoffnung, dann endlich wieder gleichzuziehen mit Ansbach oder so. Weil die, oder in der Hoffnung, die Ersten zu sein, die Ansbach besiegen. Aber dem ist nicht so. Wir gehen als Tabellenführer in dieses Spiel. Ja, ich schreibe mir das alles auf. Ich mache immer Screenshots von allen Ligen und allen Stadien und so, ne? Am besten. Aber in Ansbach. Auswärtsspiel auch noch. Steininger, Vorlage Chris Wolf. Guter Start, 9. Minute. Hatten aber letztes Spiel auch einen guten Start und nur unentschieden gespielt. Wobei ich einen Unentschieden gegen Ansbach tatsächlich mitnehmen würde. Oh, gelb für Ansbach, jawollo. Top-Torschützen aber nur, ne? Und Kapitäne von allen Mannschaften. Ausgleich durch den gelb vorgewarnten Tobias Dietrich. Come on, Leute. Wenn dann bitte in Führung gehen, ich will nicht eine Führung von Ansbach hinterher spielen. Bitte.
Steininger, Vorlage Makarenko. Eine Minute lang geführt. Mobbing ist das. Mobbing. Und wo sie im Trainingslager waren. Am besten. Und wie lange. Und wer zu spät zum Training gekommen ist. Kreuz. Von allen Spielern Kreuz und dann noch mit dem Doppelpack. Nicht die erste Niederlage von uns, aber trotzdem nervig. Trotzdem nervig. Sah gut aus, Steininger mit zwei Toren. Da bist du Ansbach wieder Erster, weil die Tordifferenz ist ja sonst was. Die Tordifferenz ist halt anders von denen. Guti, das Problem ist jetzt, dürfen wir gegen Sand. Na gut, die sind Zehnte, die sind gar nicht so krass unterwegs mehr. Ja, dürfen halt tatsächlich gegen Sand. Danach gegen Wartenspor. Uff. Sand, Wartenspor, Bayernhof. Erlangen. Haben wir nicht am ersten Spieltag gegen Erlangen gespielt? Ach ja, sind nur 17. Sind nur 17. Ich war schon wieder bei 19, weil Serie A und so, ne? Letztes Projekt. Sugar. Right in my pocket. Yeah, right in my pocket. So, Nollenberger. Nein. Nein, nein, nein. Weimar nachträglich gesperrt für 5 Spiele. Das ist ja super geil. Ah, warum? Warum tut es das? Ich meine, zweiter Platz ist immer noch gut. Ich meine, unsere Anforderung ist halt einfach, die Form ist jetzt ein Stern. Uff. Aber unsere Anforderung ist halt nur gesichertes Mittelfeld oder so, ne? Von daher will ich mich gar nicht beschweren. Ob wir dann noch was in den Playoffs reißen, ist natürlich eine andere Frage. Ich weiß auch gar nicht, wie die, bitte in der Relegation, ich weiß gar nicht, wie die Relegation von der 5. in die 4. Liga aussieht. Aber vielleicht finden wir das heraus. Oha, hier trainiert keiner mehr gut. Leute, wir lassen nach. Hier sind doch noch einige, die gut trainieren. Sehr schön. Alles klar, wie? Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Danke fürs Vorbeischauen und ja, vielleicht bis zum nächsten Mal. Und sollte das Spiel bis dahin sein, viel Glück an Energie Cottbus. So, Sand. Come on. Wo ist Steininger? Wo ist Steininger? Oder Marderer. Ist mir egal. Oder irgendwer. Mir ist ja egal, wer die Tore schießt. Come on, Leute. Ja, vielleicht, okay. Ich sollte das mit dem, mir ist egal, wie die Tore schießt, vielleicht spezifizieren, vielleicht nicht Sand. Marder mit dem Ausgleich Vorlage Steininger, so muss das. Kann ich machen. Benedikt Kirsch Vorlage Steininger, jawollo. Und drittes vor der Halbzeit vielleicht? Nee, nee, nee. Da aber Steffen Eder, sein erstes Saisontor. Bin mir ziemlich sicher. Marderer, jawollo. Mit einem zweiten. Marderer mit dem dritten. Marderer mit einem vierten.
absolute Maschine. Madara kommt für Kreuz, würde ich sagen. Dahnhof nochmal mit dem siebten Tor heute. Ja, der erste FC Sand hat wohl keinen guten Tag erwischt, wa? Dafür, dass wir 1-0 hinten lagen, haben wir uns dann ganz gut geschlagen, würde ich sagen. Jawollo. Nehmen wir so mit. Nehmen wir so mit. Vier Tore Madara. Zwei Vorlagen Andermatt. Ansbach hat wieder liegen lassen. Wir sind wieder vorne. Jawollo. Aber gegen Wartensburg, da weiß er auch nicht, wie wir spielen. 13 Tore Madara, 11 Steininger, 14 Gashi und 16 Kreuz. Wir sind auf drei Tore dran. Vorlagen fehlt uns ein bisschen. Andermatt halt nur auf 5. So. Checken wir gleich nochmal Cottbus. Wo wir gegen Vatanspor Aschaffenburg im vorletzten Spiel der Hinrunde gehen. Hattrick für Madara. Nein, und Abfahrt. So. Ne, wir gucken hier direkt in die Liga. Ja. Auf 5. Cottbus ist hoch auf 5 nach 20 Spielen. Was haben wir? 38. Also jetzt wieder alles drin. Cottbus hat die Hinrunde noch in Ordnung beendet. In Ordnung, sagen wir mal. Ist auf 5 hoch. Gibt es auch direkte. Oha, wie, warte, die West steigt direkt auf. Aber die Südwest auch. Aber Nordost spielt Relegation und Nord? Hä? Also spielen Nordost und Nord Relegation, oder wie? Ach, von denen geht nur einer hoch. Ja gut, vier gehen runter. Nordost, nee, West, Südwest, Bayern geht hoch und der Sieger aus Nord gegen Nordost, vermute ich mal. Der Farbgebung nach zu urteilen. Das ist aber auch ein bisschen weird, oder? Hat das einen Grund, warum Nordost und Nord Relegation spielen? Und die anderen direkt hochgehen? Ja, also also scheint jetzt nicht, also ich weiß nicht, bestimmt hat es irgendeinen Sinn. Also irgendeine Rechtfertigung wird es schon geben, ob die jetzt Sinn macht oder so, lassen wir mal dahingestellt, aber irgendeine Rechtfertigung wird es ja wohl schon geben, dass Nord und Nordost einen Playoff haben. Denke ich. Ich denke aber mal nicht, dass das ausgewürfelt wird am Anfang der Saison, wer um den vierten spielt, um den vierten Aufstiegsplatz. Leute, ich will gerade eigentlich nichts verkaufen. Gut, nix ist ja vielleicht ein bisschen übertrieben, aber nicht die Spieler, die ihr kaufen wollt. Ich will die Spieler loswerden, die ihr auch nicht haben wollt. Oha, Spiel abgesagt. Oha. Nollenberger und Zierreise wollen sie alle haben. Nee, 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 nee. Okay, was ist der Wert? 1500. Digga. So. Oha, Jonas fragt euch Trainingsstil, das ist super. Entweder machen wir uns jetzt mit einem Angebot in der Region, oder wenn ihn jetzt keiner will, dann kriegen sie ihn halt nicht. Ganz einfaches Ding. Nicht nach Hause schicken. Mentor. Ja, Wollo. Dann können wir mal Gespräche führen. Oh, wir haben kein Fußballspiel gemacht. Ich glaube, ich setze da gleich noch eins an für Sonntag, wenn das geht.